So, und da sind wir wieder hier bei der Pate. Frisch zusammengeflickt beim Doc. Geht's nun weiter? Ja. Moment, ich muss hier mal kurz alles wieder zurechtdrücken. Hier ist alles so zerstört. So. Wir haben einen neuen Auftrag. Wir dürfen wieder. Jetzt muss ich erstmal die Karte bereinigen. Hier ist es irgendwie so chaotisch gerade. Hier muss mal kurz das wieder weg, das Ziel. So. Wir dürfen zum Anwesen kommen und dürfen einen neuen Auftrag machen. Wer mit den Schlüsseln? So, erstmal mit dem Auto klauen. Und dann. Oh, ich glaube schon irgendwie, dass hier alles den anderen gehört hier. Den Tatalia und wie die alle heißen. Da müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen vielleicht noch was für uns einnehmen. Den wir vielleicht ein Schrot finden, ein bisschen aufräumen. Na, wer wird denn da auf mich schießen wollen? Hier. Wenn schon ein Krankenhaus in der Nähe ist, dann können wir hier kurz noch ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen und ein bisschen was für uns hier auch. So. Oh, wir kriegen wieder Respekt. Sag mal, kommen da jetzt von anderen auch gleich noch welche angerannt oder was? So, ah, guck mal, hier ist schon. Oh! Der wollte mich gerade belästigen, habt ihr gesehen? Sexuell und auch. Wollte mich anfassen, ne? So, jetzt hier den Typ hier, den hier mal kurz schnappen, ein bisschen durchschütteln und. Mal sagen, der soll uns ein bisschen was zahlen. Hey, Alter. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Aus dem Weg. Okay. Aber wenn jemand fragt, Sie hatten eine Einladung. Achso, ich. Ach, das ist gar nicht der Mann, wo wir erpressen sollen. Das ist einfach nur irgend so ein Vogel. Wo ist denn jetzt der Chef hier? Wow! Du gehörst mir! Alter! Was? WTF? Wenn wir mal steigen sollten, werde ich lernen zu schießen. Ich glaube das nicht! Doch, doch, das wirst du glauben, mein Schatz. So, haben wir jetzt ein bisschen. Wieder ein bisschen mehr Energie? Oder? So. Ich glaube, ist das ein Feind? Nee, ich glaube, das ist ein neutraler Typ. Werde mal hier mal ein bisschen. Sie sind verrückt! Unsere Erpressungsmaßnahmen hier durchführen. So, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht mehr machen. Wer soll den Club leiten, wenn sie tot sind? Verstehen Sie? Okay, okay, Sie kriegen Ihr Geld! So, Hintertür geöffnet. So, okay, neues illegales Geschäft. Oh. What the fuck? Alter, wir werden jedes Mal getötet, wenn die Hintertür aufgeht. Also, irgendwo ziehen die eine Schrotflinte raus oder was weiß ich was. Immerhin gehört unser. Sie sehen halb tot aus. Brauchen Sie Hilfe? Gehört unserer Organisation ein Laden mehr. Scheiß auf die Hintertür. Oder hat sie das jetzt gar nicht angenommen? Warte mal. Nö. Das ist immer noch. Na super, hat's gar nicht gespeichert. Okay. Alles für den Arsch. Wir gehen zum Auftrag. Finde ich toll. Zum Anwesen. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Wie fahren wir da am dümmsten? Müssen wir erstmal da alles zurück, ne? Da. Mann, Mann, das ist eine Gurkerei, du. Jetzt müssen wir erstmal wieder alles hier geradeaus nach oben fahren. Genau. Bis zu dem Molotov-Cocktail. Okay. Und dann wird man dann immer mal rechts abbiegen, wa? Wenn wir Zeit haben. Jetzt haben wir das blöde Geschäft übernommen, Hintertür geöffnet, sind gestorben und dann hat uns das Geschäft trotzdem nicht gehört. Komisch, ne? Ja, das werde ich schon noch rausfinden, wie das jetzt genau funktioniert. Hui! Schön, dass man sich hier so Dreckhaufen hinstellt auf die Straße. Ich glaube, ich muss irgendwann mal jetzt dann weit genug oben sein, rechts wegzufahren. Immer noch nicht. Oh, jetzt kommt auf einmal rechts und auf die Karte schaut. Oh mein Gott, die schießt auf mich.
Ich bin sehr beliebt, so wie es aussieht hier, ne? So, da vorne kommt eine Wand. Ich glaube, wir sind zu weit gefahren. Scheiße. Ah, verdammt. Karte. Dann muss ich nichts abbiegen. Oh, shit. Bei dem... Hier. Wieso hat es nicht... Verdammt. Also, da ist ein rechts weg dann. Links. Jetzt muss ich verwechseln hier. Muss ich über die Hauptverbindungsstraße fahren? Da oben, oder? Wie es aussieht. Muss ich nicht unbedingt, oder? Doch. Nee, halt, hier kommt es ja an. Stimmt, genau. So, und dann durch den Tunnel hier. Und auch noch in die falsche... Naja, wir sind ja gleich wieder draußen. So. Schön. Schwachkopf! Ich glaube, mein Auto brennt bald. Ja. Töte mich nicht. Jetzt zum Beispiel. Ich glaube, ich brauche was Neues. Ey, die sprügeln sich. Guck mal hier. Guck dir mal das an, die Oma. Ne, das ist ein Penner. Der Penner verschlägt den. Ne, echt jetzt? Jemand muss die Polizei rufen. Der hat einen Holzfuß. Hat er den jetzt getötet? Alter, ist das geil. So, ich glaube, ich mache Ihr Auto Taxi. Oder Ihr Leben. Ey, der will mich schlagen. Aber von wegen. Verpiss dich. Muss ich irgendwann mal im Ort sind. In Italy. Ne, jetzt muss ich. Moment. Heilig. Ich kann mir einfach die Wege nicht merken. Immer geradeaus. Geradeaus bis zu dem Haus hier. Okay. Vorsicht! Weg! Geht doch weg! Oh Mann, oh Mann. Toll, jetzt habe ich schon zwei Pullen an der Backe. Egal. So, jetzt kommt einmal hier ein feindliches Gebäude und dann nochmal eins. Und dann muss ich nach rechts. Und dann dort wieder nach links. Genau. So, jetzt können wir wieder einen sinnvollen Auftrag hier annehmen. Washington Street. Corleones Hof. Oh, diesmal im anderen Gebäude. Schön hinpacken und überraschen lassen. Ich muss unbedingt noch Milch kaufen. So, wer ist jetzt hier? Ah, guck mal hier. Geht einer rum. Da. Hallo. Hey, Kleiner. Es gibt wieder mal Arbeit. Kapisch? Natürlich. Worum geht's denn? Solozzo ist tot. Bruno Tartaglia ist tot. Aber die Tartaglias greifen uns immer noch an. Erschießen uns auf offener Straße. Warum? Was verheimlichen sie uns? Was auch immer es ist, sie sind verdammt entschlossen. Was will die Familie von mir? Was soll ich machen? Wir treffen uns morgen vor Lucy Mancinis Apartment. Ich habe dort was zu erledigen. Vermutlich wirst du ein paar meiner Jungs treffen, okay? So, okay, treffen Sie sich bei Luizis Wohnung in Midtown. Was bist denn du jetzt hier? Hast du Zeit für einen Job? Alles, was er will. Worum geht es? Wenn du eine Familie erledigen willst, musst du in ihr Hauptquartier. Das schaffst du aber nur, wenn du bis an die Zähne bewaffnet bist. Schieß dir den Weg durch die Straßensperren frei und dring in ihre Festung ein. Dann deponierst du in beiden Gebäuden eine Bombe und bumm. Wie jetzt? Schalten Sie die Tartaglias aus, sprengen Sie dazu ihr. Okay. Alter, man kann komplette Familien auslöschen? Hey, ich habe einen Job für dich, könnte aber hässlich werden. Wie sieht's aus? Ja. Kein Problem. Um wen geht es?
Bobby Marcolini, ein Soldat der Cuneos. Hat Persönliches mit Geschäftlichem vermischt. Tja, und jetzt ist einer meiner Leute tot. Sorgt dafür, dass es wie ein Unfall aussieht. Alles klar, Junge? So, töten Sie Bobby Marcolini. Ja, wir wissen ja schon, wie es läuft normal. Ach, man kann nicht mehrere Nebenquests annehmen. Jetzt ist es... Das andere ist jetzt weg mit dem Hauptquartier, oder was? Scheiße, ich wollte es eigentlich machen. Warte mal, wo sind denn die Aufgaben? Mordaufträge, Hintergrund. Ach scheiße, jetzt ist das andere. Ach ja. Okay, was soll's, wir machen jetzt kurz unseren Hauptauftrag. Morden können wir noch genug nebenher. Bestimmt auf der Karte nochmal schauen, wo wir da jetzt hin müssen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ah, das Ding soll man mal kaufen, wa? So. Okay. Jetzt werde ich erstmal hier nach. Den Weg kennen wir jetzt langsam. Entschuldigung. Ich muss irgendwann mal anfangen, die ganzen Straßen hier einzunehmen für uns. Aber ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man stirbt, dann hat's nicht, dann gilt das nicht irgendwie. Ups. Oh. Laterne kaputt. Ups. Ich war's nicht. War der andere. Ihr habt's gesehen. Oh shit, das war schon wieder. Ich glaube, ich habe irgendwie hier fahren verlernt. Und das Gebäude hier. Das wäre auch kein Scheiß. Na, ich glaube, ich werde irgendwann mal ein paar Parts machen, wo ich einfach nur anfangen werde, das herauszufinden, wie man hier am besten die ganzen Geschäfte einnimmt. So. Diesmal mache ich nicht den Fehler und fahre. Warte mal, können wir auch außen rum? Müssen wir da durch? Ach, das spielt keine Rolle eigentlich. So. Also, jetzt müssen wir gucken, wann ich hoch muss. Ich glaube, vorne reicht es dann. Moment, doch. Hier kann ich dann. Nach oben fahren. Da haben sie doch vorhin noch auf mich geschossen, ne? Die können mich hier so gut leihen in der Ecke. Sind sie verrückt? So, okay, hier sind wir richtig. Hey, haltet das ab. Sonnys Krieg. Komm schon, Sonny, so geht's nicht weiter. Wir müssen verhandeln. Also jetzt pass mal auf, Tom. Das ist das typisch Irische in dir. Diese verdammte ganz ruhig und nimm's leicht Scheiße. Ich will nicht respektlos sein, Tom, aber ein italienischer Consiglieri würde nur verhandeln, wenn er seinen Worten gleich mit einem scharfen Messernachdruck verleihen könnte. Sonny, du bist mein Bruder, aber manchmal... Ach, Mann, tut mir leid, Tom. Du weißt, dass wir Brüder sind seit dem Tag, an dem ich dich nach Hause gebracht habe. Aber sehen wir den Tatsachen ins Auge. Dieses Morden ist noch nicht vorbei. Und jetzt? Reden Sie mit Sonny? Okay. Die Cuneos haben zwei unserer Leute erledigt. Beim Essen, diese Mistschweine, haben sie abgeknallt, bevor sie ihre Suppe hatten. Wie ist der Plan? Unser Ziel ist die Bar der Cuneos. Die Kerle brüten dort irgendwas aus. Wir fahren einfach vorbei, schießen den Laden kurz und klein. Und dann genießen wir das Feuerwerk. Ah, das tut sich gut an. Schön, Sie wiederzusehen. Fahren Sie, Sonny. Super. Okay, verschwinden wir von hier. So, es geht auch um Zeit. Leben, du weißt schon, unserem Leben. Da kriegst du keine Orden. Vorher landest du in irgendeinem verdammten Fluss.
Weiß der Teufel wo. Aber das ist kein Heldenjob, Kleiner. Du tötest die Leute nicht aus einer Meile Entfernung. Du knallst sie ab, wenn du das Weiße in ihren Augen siehst, verstehst du? Du stehst direkt neben deinen Opfern, bläst ihnen das Hirn aus dem Schädel und versaust dir damit deinen Anzug. Na, Kleiner, wie gefällt dir das? Wie ist der Plan? Der Plan, das ist der verdammte Plan. Ich will wissen, wer diesen Drecksladen beliefert und ihn bis auf die Grundmauern niederbrennt. Das ist mein verdammter Plan. Sie schlagen uns und wir geben es zurück. Ja, ein Kreislauf, der nie aufhören wird. Schön. So, jetzt sind wir abgeben. Wir haben eine Zeit, ich weiß nicht, ob wir jetzt das alles in der Zeit auch erledigen sollen. Oder ob das Schnupspipi egal ist. Hell's Kitchen. So, Auftrag erledigt. Okay, wir sind da. Finden Sie heraus, wer die Bar beliefert. Willst du vorgehen? Oder bist du ein verdammtes Muttersöhnchen? Oh mein Gott! Ich glaube, ich sollte mal eine Waffe rausziehen. Das sind ernsthafte Probleme. Der Typ kann einfach nicht zielen. Komm, lass mal Papa hier. Na, hallo? Na komm. Gut, ich würde mal aus dem Weg gehen. Sonst gehst du nämlich gleich mal vor. So. Okay. Ist da jemand? Ne, aber hier steht Medizin, was wir brauchen. So. Hier ist verschlossen. Gut zu wissen, merken wir uns mal. Wow! Alter! Autsch! Verdammt. Ich mach dich fertig. What the? Komm her. Komm. Ah, voll. Ja. Gut. So. Okay, Hammer. Einsammeln hier. Müssen wir was trinken? Nö, ich glaube nicht, oder? Zum Eimer. Hä? What? Ah, da geht's noch nach unten. Der kommt im Schraubschlüssel zur Schießerei, der Depp. Das ist ein großer Fehler. Getroffen. Okay, da ist was, wo explodiert hat. Das ist prima. Das ist schön. Alter, ich steck fest wegen dem Mongo. Mann. Dynamit. Waffen. Munition. Ah, die drucken Geld. Auch nicht schlecht. Ein bisschen was abgeben hier. So, ist da ein Gegner? Da kann man schön mal kurz hier rüberlinzen. Ah, guck mal, der hat Angst. Das ist ja top. Können wir den Glamour hier befragen, was abgeht. Wer beliefert diesen Laden? Und wenn sie mich töten, von mir erfahren sie nichts. What? Ich spreng erstmal kurz den Tresor. Hey, da gibt's bestimmt nicht was zu holen. Ja, weg hier. Raus. Hey, komm mit. Was? War er gescheitert? Oh fuck! Der Typ ist mit in die Luft geflogen. Okay. No! Wir sind da. No. Jetzt muss ich nochmal. Willst du vorgehen? Oder bist du verdammt? Na super. Muss ich nochmal anfangen? So. Okay, kein Problem. Machen wir. Sorry. War nicht so geplant eigentlich. So, gib mir deine Schrotflinte. Ja, wie gesagt, war ich jetzt wirklich nicht so geplant, aber... Nein. So, gut. Sehr schön.
Gehört mir! Na komm. Perfekter Headshot. Okay, merke, nicht den Tresor wegsprengen. Nicht gut. Oh. Keine Munition. Komm. Schlag zu. Geht nicht. Ich wollte der Kasse mal richtig eine mitgeben hier. Mal drauf guckt der. Dynamit. Ja, er zieht mal alles raus, wa? Wir machen noch ein bisschen was mit. Mal kurz alles nachladen. Scheiße, ist alles leer geballert. Ach Mist. Wow. Ich bin getroffen. So. Bitte lass irgendwas fallen, wo ich... Das Schwein hat mich. Da ist ja noch Dynamit. So, jetzt haben wir wieder ein paar Waffen. Schrotflinte. No. Leer. Okay. Diesmal springen wir das Ding nicht in die Luft. Wer beliefert diesen Laden? Und wenn sie mich töten, von mir erfahren sie nichts. Gern. So. Und jetzt? Ich werde sie töten und dann nehme ich mir ihre Familie vor. Also, wer ist ihr Lieferant? Das Lagerhaus. Es gehört den Kunios, mehr weiß ich nicht. Du Stück Scheiße. Das ist mein verdammtes Geschäft. Leck mich! Folgen Sie dem Typ? Scheiße, aber jetzt aber schnell nach oben, du. Los! Muss ich auf den einen Vogel da warten, oder? Ich bring dich um! What? So ein blödes Arschgesicht. Toll, jetzt bin ich fast am Arsch wegen dem. Gucken wir auch noch ein bisschen schießen. Nicht, dass mein Wagen zerstört wird wegen euch Arschficker. Da vorne ist er. Mist. Ja genau, dräng mich ab, dräng mich ab. Voll Idiot. So, der explodiert jetzt hier. Alter. Mann, 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 Mann. So, versuchen wir mal, ob wir den noch bekommen. Da unten ist er. So ein Drecksack. Boah, da hüpft das Auto aber rum wie so ein Geschlotter. Gestürzte Gummiball. Oh nö. So, und jetzt? Ich glaube, ich muss ein bisschen überfahren, ne? Super. Parken, wo man nicht direkt im Schutzfeld von denen sind. So. Komm raus. Wo ist er? Da kommt einer. Du hast ein bisschen mehr Munition als ich. Komm, knallen ab. Treff ihn doch. Er ist entwaffnet. Ich bin getroffen. So, jetzt ist er tot. So, was muss ich jetzt hier machen? Oh mein Gott, ich muss sterben. Na komm. Danke, dass du immer vor mich hinstehen musst.
Wenn der Typ mich jetzt trifft wegen dir. So, okay. Munition her. Ich kann nicht gehen. Kopfschuss. Okay, jetzt holen wir den Typ hier. Beziehungsweise die Typen. So. Verdammter Bastard! No! Gestorben. Noch ein Versuch. So, ab wann geht's los? Ah, gut. Wir haben. Okay. Jetzt haben wahrscheinlich nur keine Munition mehr, ne? Wow, was für eine Action. Ist ja brutal hier. Jetzt durchstehen. Munition. Ich guck mal kurz genau Deckung. Versuchen den Kopf zu schießen. Arschloch. Okay. Alles einsammeln. So, und jetzt wo ist der Typ? Sind da welche? Nope. Ist meiner? Ja. Ey, Kollege! Da schießt was auf dich. Trottel. Toll, er schießt auf mich. Mein eigener. Ich kann nicht behaupten, dass er mir leid tut. Boah. Alter, wieso muss der mit dem Weg rumrennen? Ey, das gibt's doch nicht. Wegen dem Arsch schaffe ich das nicht. Erstmal habe ich keine Munition mehr. Zweitens mal steht der Depp mir die ganze Zeit im Weg rum. Hast du das gesehen? So. Jetzt pass mal auf hier. Dann der Park. Gucken, was wir noch an Munition haben. Willst du erst? Okay, wir haben noch 6 Schuss hier. Einmal. Komm. Ja, komm schon. Okay. Erledigt. So, ich gehe jetzt gleich weiter. Ich warte jetzt nicht auf den Depp. Ist mir eh zu viel. What? 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 Alter. Geht's noch? Aber. So, jetzt reicht's aber hier. Hey, Alter, das kann nicht wahr sein. Ich bin. Ich glaube, wir haben zu wenig Waffen, ey. So, komm. Okay. Der ist da oben. Ja, kümmere dich mal um den, komm. Wunder Schinke, wer da kommt. Warte! Dummheit hier. Was? Schlag ihn doch! Was willst du? Keine. Ich hab nichts getan! Nicht auf mich schießen! Lass das! So, jetzt hab ich's. So, da haben wir ein bisschen was.
Oh Mann, jetzt sieht es aber schlecht aus für uns. Der ist bestimmt da drin, oder? Warten Sie. Ich bin Geschäftsmann, das ist alles. Ich will keine Probleme haben. Ach, und warum hast du dann deine Leute auf uns gehetzt? Ich sage Ihnen jetzt wirklich alles. Wir werden beliefert aus Midtown. Midtown entscheidet das. Wer steckt dahinter? Verkauft General Patton euch Panzer? Sie liegen gar nicht so falsch. Waffen, viele Waffen. Hell's Kitchen, ein alter Kai. Oh, Halleluja, das ist wie Weihnachten. Und noch was. Artie Manzerano, er führt sich wie der Papst auf. Oh, hört euch das mal an, Männer. Artie, der Elch Manzerano. Hey, das ist ein Volltreffer für uns Jungs. Machst du mit den Kunios keine Geschäfte? Gut, dann lasst mich gehen. Es ist geschäftlich. Rein geschäftlich. Oh, sicher, sicher. Du hast vollkommen recht. Aber das Geschäftliche geht mal vorbei. Bitte, bitte. Ich hab Kinder. Kleine Kinder. Wir haben alle etwas zu verlieren. Laufen Sie mit Sony zum Auto? Sie sind Auto? Nicht so kaltblütig wie die anderen, das spüre ich. What? Sind Sie ganz sicher? Scheiße, Munition ist voll. Gibt's noch was zu saufen? Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt töte, ob ich nicht dann... Ach, den Tresor kann ich auch nicht machen. Stirbt der bestimmt und dann... Ich sag, die Mission wird für den Arsch. Deswegen werde ich jetzt mal ganz brav gehen und ihn nicht töten. Komme ich hier auch raus? Ich denke ja. Verschlossen. Na super. Also müssen wir außen rum. Ich hoffe jetzt nur, dass nicht wieder alles voll ist mit irgendwelchen Gegnern. Aber wenigstens durften wir uns ausrüsten mit Waffen. Hi. Na? Suchen wir den fetten Mann. Machen wir ihm ein Angebot. Okay. Fahren Sie zum Lager aus. Oh, sie schießen immer noch auf uns. Ja, super. Ich dachte, das hat jetzt mal ein Ende hier. So. Ja, 2 Minuten 42 Sekunden Zeit. Ich weiß nicht mal, wo ich überhaupt hin muss. What? Wird das durch nur 2 Minuten brauchen? Das geht ab. Meinen. So. Das ist ja gleich hier ums Eck. Da guck mal hier. Ah, schön. So, suchen wir den Boss von diesem Schuppen. Okay, das Lagerhaus. Oh! Warte mal, wir haben ein Dynamit. Zu dumm zum Werfen. Wow. Warte mal, ist der echt so dumm zum Werfen? Nee. Du, ich will mal weggehen. Da explodiert es gleich. Ja, genau. Und bam. Und ist er tot? Der kann nicht sterben, oder? Kann er sterben? Gott sei Dank nicht. Wow! Da kommt doch mal ein Dynamit hinwerfen. Molotov. So. Dynamit. Gut. So ist richtig. Ich glaube, hier ist alles tot. Sparen wir etwas Munition. Hm, Geld. I love it. Give me all your money. Was? Die Munition ist voll? 250. Wow. Nicht schlecht. Nun, den Eingang finden hier. Verschlossen. Auf. Was? Wie jetzt? Ich glaube, die wollen mich verarschen.
Nachladen. Okay. Hey! Holy. Ja, ist klar, ne? Ist auch noch einer. What? Wie hält denn der aus, der Wichser? Ich glaube, da hinten ist ein Schnaps oder so. Yes. Soll man nur nicht getroffen werden, sonst wirkt er nicht. So. Wow. So. Was für ein Arschloch. Verschluss. Ups. Das ist aber nicht verschlossen hier. Wo ist mein Monitor? Arschloch. Brennt! So, sie haben einen Bandenkrieg mit der Kueno-Familie angezettelt. Tage, um den Bandenkrieg zu beenden. Zwei Bandenkrieg beenden. Sprengen sie ein Geschäft der realisierten Familie oder bestechen sie einen FBI-Agenten? Was heißt sprengen heißt? Einfach hingehen und wahrscheinlich das Lagerhaus hier in die Luft jagen oder so. Aha, da gibt es Munition. Wir haben ja schon mal hier angefangen. Stech ihn ab wie ein Schwein. What? Ich habe kein Messer. Ich werde ihn einfach mal anlabern. Wollen Sie sich wirklich mit den Corleones anlegen? Machen Sie Ihre Geschäfte mit uns und wir betrachten Sie als Freund. Seien Sie kein Verräter. Hau ab! Gar nichts kriegst du! Hm. Ich glaube, ich müsste mal ein paar Manieren beibringen, wa? Der Wichser lässt sich nicht schlagen. So, jetzt. Komm. So, jetzt. Damit Sie merken, ich meine es ernst, Arti. Lassen Sie uns verhandeln. Also gut, ich hoffe nur, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. So, Auftrag erledigt. Okay, neuer Tag, neues Glück. So läuft das. Man muss flussaufwärts schwimmen, damit man weiß, woher die Scheiße kommt. Verstehst du? Aber heute war es eine Menge Scheiße, Boss. Ich bin froh, dass du für mich arbeitest. Hatte eine gute Ausbildung. So, Sonnys Krieg haben wir geschafft. Boah, das hat richtig Kohle gegeben. 40.000. Nicht schlecht. Und dann werde ich mich mal verabschieden hier bei euch. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Tschüss.